Achso, ich hätte mich auch eben fast umgebracht. Neulich saß ich auf der Couch mit einem Solo 2 Vaporizer, in dem mir wer ohne mein Wissen einen Wurfsprung mit DMT bzw. Changa gemischt hatte, um zu testen, inwiefern da beim Dampf der Wasserfilter einen Unterschied macht. Da ich vorhatte, das Footage teilweise bei meinem die beste Art DMT zu konsumieren Video auf meinem OpenMind 3000F Channel zu verwenden, hatte ich die Kamera aufgebaut und mich gefilmt. Und während ich so an meinem DMT-Vapo nuckle, ruft mich ein Kumpel von mir an, der gerade seine ersten DMT-Breakthrough-Erfahrungen hatte. Das war der gleiche Typ, der in diesem Video versehentlich Ketamin statt Kokain genommen hat. Ja, der ist immer ein bisschen exzessiv unterwegs. Der geht auf mehreren Pappen in Clubs feiern und gönnt sich daher auch direkt nach seiner ersten Breakthrough-Erfahrung noch ein paar weitere. Was ich euch kein Stück empfehlen würde, weil die Erfahrung sehr intensiv und psychisch anstrengend ist. Als ich Tage später angefangen habe, mein How-to-DMT-Video zu schneiden, schaute ich mir dann nochmal die Aufnahmen von dem Telefonat zwischen mir und meinem Kumpel, der gerade die ersten DMT-Breakthroughs hatte, an und fand, dass das Telefonat so unterhaltsam war, dass das definitiv ein eigenes Video wert ist. Weil mein Kumpel am Telefon auch etwas verrückt scheint, obwohl der Rausch schon vorbei war, wirkt es hoffentlich auch ein bisschen abschreckend. Ihr werdet auch gleich sehen, wie er während des Telefonats ständig die Frage stellt, ob er komplett bescheuert geworden ist und in die Klapse muss. Also an alle, die darüber nachdenken, je DMT zu nehmen, DMT-Breakthrough-Erfahrungen können einen wirklich verrückt machen bzw. Psychosen auslösen. Bei manchen reicht eine vielleicht schon aus. Und das ist auch der Grund, warum ich selbst noch keine Breakthrough-Erfahrung hatte. Ein paar Noobs hatten unter meinem How-to-DMT-Video geschrieben, dass man mit einem Vapo keinen Breakthrough erreichen kann. Keine Ahnung, wie die drauf kommen. Das ist definitiv Bullshit. Der Kumpel am Telefon hatte das auch mit dem Solo 2 Vaporizer geschafft, nachdem ich es ihm empfohlen hatte, genau wie viele weitere Freunde von mir. Es gibt bestimmt einige andere Vaporizer, mit denen das ebenfalls sehr gut geht, mit denen ich das halt noch nicht probiert habe. Es gibt halt nur nicht viele Vaporizer, die sich so gut reinigen lassen wie der Solo, was aufgrund des Gestanks von DMT sehr praktisch sein kann. Das Madigste an den Aufnahmen ist leider, dass ich gerade mit meinen Handykopfhörern Musik gehört habe, als sein Anruf reinkam, weshalb ich seine anfänglichen Schilderungen zum Trip nicht aufgenommen hatte. Wow, krass! So, was, dann warst du ja schon in einer anderen Dimension. Ja. Mir alles reingepfiffen. Ich weiß, dass ich Jesus bin und ich weiß, dass ich die Welt retten und ich weiß, dass du auch Jesus bist und du wirst auch die Welt, zusammen die Welt retten. Nee, wir werden nicht die Welt retten. Laber nicht, wir werden nicht die Welt retten. Ja, hast du schon mit dem geilen neuen Vaporizer probiert? Ja, Mann, Alter, das ist richtig geil damit. Ja, gell, okay. Mit den anderen so, mit dem, das war echt scheiße drin, so einfach, aber hier geht das super. Aber hast du es auch mit Damiana gemischt oder direkt reingemacht? Lavender haben wir zugegeben. Ah, geil. Ich weiß nicht, ob ich weiter DMT nehmen soll, Alter. Du weißt es nicht, weil es so krass ist, oder was? Ja, Mann, Alter. Ich bin eben fast bescheuert geworden, ne? Ich hab gedacht, ich müsste gleich die Klapse. Ich weiß halt nicht, ob ich Gott bin oder ob ich voll der Verrückte bin. Alter, ich sehe in meinem Leben noch 1000 Zufälle. Ich sehe alles. Alles wird klarer, Alter. Der Verstand von Jesus kehrt in allen uns. Oh shit. Ja, das haben wir alles auf Band, Junge. Endlich, Mann. Ja, jetzt habt ihr Jesus gesehen, Leute. Geh mal auf die News gucken, ob die Polkapseln schon geschwollen sind. Weißt du das ernst? Ja, Mann, ich hab eben das Ende der Welt prophezeit, Alter. Was? Ich war so, auf einmal ging das Licht an draußen, ich hab gesagt, ja, jetzt kommen die Aliens oder so, Alter. Ob die Polkappen, was hat das damit zu tun? Ich war eben, im letzten Ding, ich war die Endlosschleife in sich. Ich komme fast nicht mehr, ich hab verstanden, dass das Universum einfach nur eine Endlosschleife ist und ich war ein Endlosschleifwesen. Halt die Finger vor dem Zeug, Alter, das ist nicht gefährlich. Also bereust du da, weil der letzte so stark war, oder? Nein. Ich hatte gerade eben so einen Angsttrip gehabt, ey. Digga, Alter, ich hab gedacht, vielleicht kommt die Klapse und die holen mich um. Ich hab das echt gedacht, jetzt gleich kommen so. Und dann bin ich
langsam wieder runtergekommen, habe ich gemerkt, Alter, was, bist du bescheuert, Alter? Was laberst du für eine Scheiße? Und dann ging es weiter und so, dann habe ich gedacht, oh krass, ich glaub, gleich kommen die und holen mich und sperren mich ein, ich glaube, ich bin bescheuert. Aber jetzt, wo es vorbei ist, ist alles wieder normal oder musst du doch da irgendwie das die ganze Zeit dran denken? Boah, das war danach erstmal, ich war, boah, ey, ich saß oder so oder so. Was ist denn jetzt, wenn ich jetzt auf DMT denke, ich bin Gott, was passiert denn jetzt? Bin ich das oder denke ich das einfach nur? Was ist dann, was ist Gott? Du hast Jesus zum, seinem Jesus-Denken gebracht. Du musst noch in die Geschichte eingehen, als der große Held. Mein erster Breakthrough, da habe ich alles war aus mir. Alles bestand aus mir. Und dann kommst du wieder in diese Realität, auf einmal merkst du einfach, Alter, du bist genau da, wo du sein willst. So, das waren die ersten Trips. So, du willst genau hier gerade sein. So, das hat mir das mir auch so oft gezeigt. Ne? Die weiß, was sie sagt, wie das riecht. Wie Mundgeruch. Wie tot. When I was. Ich habe ein paar Leute sterben gesehen und sie weiß, wie das riecht. Echt? Das ist nämlich auch der Geruch von Tod. Von alten Menschen ist das auch, wenn du bei alten Menschen. Man sagt ja, es wird ja beim Tod ausgeschieden. Man schüttet das beim Tod aus, aber es stimmt. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Aber wenn es so riecht, dann ist es irgendwie schon mysteriös. Das stimmt, deswegen riechst du auch danach, weil es gibt auch so eine Theorie, die sagt, wenn du stirbst, bist du 24 Gramm weniger, weil das sind diese 24 Gramm DMT, die dann aus deinem Körper alles rausgeht. Deswegen What? Riecht das dann auch nach Tod. Deswegen sagt sie, das ist das einfach. Und unsere Aufgabe im Leben ist es, positive Energie zu machen. Deswegen hast du dir auch sowas ausgesucht wie einen YouTube-Kanal, wo du Leute aufklärst und die Meinung von den allen Opens, Alter, damit die alle mal checken, wer die alle mal sind. Du musst realisieren, Alter, was für ein Meister du bist. Du musst mal realisieren, was du alles für diesen Planeten, für die Energien alles machst. Alter. Du bist einer der großen treibenden Kräfte auf diesem Planeten, die das Paradies immer näher kommen lassen für viele. Ja. Du hast ihn alle gerettet, Junge. Du kleines, hinterlistiges Stück. Wie hast du diesen Plan ausgeschmiedet? So einfach mal die Welt retten. Gibt's nicht einen Song, der so heißt? Ja, ich habe auch, pass auf, ich habe aber auch einen richtig sicken Plan für diese Welt. Mhm. Mein Plan ist epic. Das weiß ich, weil DMT mir das gesagt hat, dass es einfach epic wird. Aber hast du einen konkreten Plan? Ja. Und nicht nur ich, sondern alle, guck dir einfach mal so, da gibt tausende Videos mittlerweile, Alter. Mein anderer Kumpel, der sagt auch immer sowas, dass alle aufwachen und alle Krankheiten werden, es wird keine Krankheiten mehr. Genau das ist es. Ja, das ist es, Alter. The second coming of Jesus ist es, und das ist nicht, dass Jesus alleine kommt, sondern das Gedächtnis von Jesus, das Mensch, das Gottsein. Wir müssen so leben, als wären wir Gott, weil wir sind Gott. Also die Gesetze von, ne, du sollst dich töten, bla bla. Mhm. Einfach just be love. Diese Hippie-Gelaber. Und dann kommt in 2 Jahren, 2021, im Februar, kommt dann die Flut. Ganz viele Menschen. Die Politik, das sind alles böse Mächte. Wenn du die Leute anguckst, die sind einfach seelenlos, wenn du dir in die Augen guckst. Deswegen sind ja diese ganzen Drogen verboten, weil die uns ja aufwachen. Ach, laber nicht. Die denken einfach nur so. Genau, ja. Die sind einfach dumm, weil die einfach die Seelen verloren haben. Das ja, ist das doch einfach. Ja, die sind dumm, also Alter, die denken sich so, oh, das ist böse, aber haben einfach nur keine Ahnung. Nee, die sind halt einfach in anderen Bedingungen aufgewachsen. Ich sehe dann verschiedene Zahlen und da habe ich geguckt, so Videos, die erklären, wenn man so Zahlen sieht, ja, was das bedeutet und ich gehe kaputt, Alter. Weil ich sehe diese Zahlen einfach immer. Was bedeutet das? Soll das bedeuten, wenn du die Zahlen siehst? Ja, so 222, 333, 111, alles verschiedene Zahlen, 420 die ganze Zeit, die verschiedenen Symbolen. Ob mein Handy blinkt auf, ich gucke immer 11:11 auf mein Handy aus, einfach so, die ganze Zeit, jeden Tag, hört nicht mehr auf. Ja, hä, was hat es denn, was sagt es natürlich? Entweder bin ich bescheuert und muss in die Klapse, oder alle anderen sind bescheuert und die verrecken, weil die einfach dumm wie Scheiße sind. Ja, nee, aber ich verstehe es nicht, was mit den Zahlen. Natürlich, es gibt doch im Leben viele Zahlen. So, das sind Engel, die dir das gerade ein Zeichen geben. Laber nicht, die sagen dir, die haben programmiert, dass du gerade um diese Zeit dahin gehst. Ich habe gerade einen Gedanken und denke, weiß nicht, ob dieser Gedanke echt oder scheiße ist. Und dann kommt, bin ich programmiert, irgendwo hinzugucken oder irgendwas blinkt auf. Oder irgendein Musikstück sagt gerade das Wort, was ich gerade suche, die ganze Zeit. Wenn man auf sowas achtet, dann gibt es die ganze Zeit solche Zufälle. Das hat. Ja, ich weiß.
Das alles kann man immer logisch erklären. Das ist immer der Menschenverstand, der uns immer so drunter hält, in dieser materiellen Welt, ja. Du musst immer auf deine erste Intuition, Intuition. Nee, aber so, was soll das für Nonsens sein? Ja, denk mir das mal zu Ende. Also, die Engel geben dir Zahlen und was wollen sie damit sagen? So, ha, hier ist eine Zahl, schau, krass. Nein. Schau dir die Zahl an, boah, wir sind die krassen Engel. Das ist doch einfach nur Nonsens. Du verstehst das nicht. Das ist was. Es ist halt. Ja, man. Es ist halt anders. Das wirst du schon sehen oder. Nee, das ist einfach dein Confirmation Bias. Du hast auch die Zahlen. Guck mal, ich ruf dich in deinem DMT-Rausch an und sag dir das sogar. Ich bin gerade dein Breakthrough-Junge. Das ist gerade dein Breakthrough-Junge. Schon. So, ich hatte mir gedacht, so dass ich zack in ein anderes Universum katapultiert werde, so ein bisschen. Es ist immer anders, wie man denkt. So. Aber in Wirklichkeit war es dann einfach nur der Anruf. So, der Breakthrough hat mich angerufen, weil quasi mein Verstand wusste, dass mir das vielleicht zu krass würde, wenn ich so katapultiert werde, aber es ist einfach nur der Anruf. Der Breakthrough kommt immer anders, wie man denkt, Alter. Und die Message kommt immer anders, wie man denkt. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, boah, ey, Alter, schwarze Rucksäcke, man. Schwarze Rucksäcke sind überall, es ist ein Zeichen von, dass Gott wieder auf die Erde kommt. Achte mal drauf. Und aber es ist nicht so, dass ich nur auf Zahlen achte, sondern ich habe einen Gedanken. Und dann gucke ich wohin und auf einmal die Zahl. Wo ich dann, dieser Gedanke, wo ich dann nicht weiß, ob der richtig ist. Und dann sehe ich und dann, okay, genau richtig. Und dann Welche Zahl? Verstehst du, weil ich weiß, dass das richtig ist. Es ist einfach eine Bestätigung. Also welcher Gedanke zum Beispiel war es, wo dir dann bestätigt wurde, dass du richtig lagst? Ob ich rufen soll oder nicht zum Beispiel. Ja, oh, das ist dann auch wieder nur Confirmation. Also kann ich sagen so, haha, soll ich jetzt noch einen Zug vom DMT nehmen? Und dann schaue ich rüber und dann so, da drüben 40% Akkuanzeige. Ah, ich muss nochmal ziehen. Weißt du, wie viele Schilder immer hängen? Und ich habe genau an die Schilder geguckt, wo 4-2.0 stand. Aber ich, hey. Deshalb, ich was kaufe, pass auf, ich war essen. 33,30 Euro. 14,20 Euro. 4,20 Euro. Sie kriegen noch 4,20 Euro zurück. Sorry, aber das ist alles kein Zufallszeichen. Nein, also, keine Ahnung, es hätten die Engel... Du hörst dich ein bisschen an wie so ein religiöser Mensch, sonst hätten die Engel nichts Besseres zu tun, als dir zu sagen, dass du kiffen musst. Nein, das ist nicht das. Hey, quasi, wenn die Engel irgendwie mit dir, oder was sind überhaupt Engel, oder auch was auch immer das sein soll, wenn die mit dir kommunizieren Ahnung, wollen, dann würden die würden doch eine Kommunikation mit irgendwas, Alter. Die würden doch einen anderen Weg nehmen, Weg wählen, als irgendwie... Die nehmen genau den Weg, der für dich gerade so am verstehsten ist und dass du trotzdem noch in dieser Realität bleibst, Alter. Deswegen ist das alles so versteckt. Gott ist halt immer, so. Man kann immer alles erklären, das ist aber immer da, aber nicht so nahbar, weißt du? Ja, nee, aber das ist... So ist das halt immer gewesen. Ja, nee, aber das ist sowas typisch, sag ich jetzt mal, psychotisches, dass du so rumschaust und dann überall... Es wird dann so programmiert, dass es gerade, weil das ist alles eine Realität so. Da werden manche Menschen, die machen eine Sachen genau in diesem Moment, damit du das gerade so siehst oder so, weißt du? Oder hörst? Nee, also wenn du dir mal die Symptome von einer Psychose anschaust, dann sagen die genau, da ist es genau sowas, dass du quasi du überall Zusammenhänge siehst und boah krass, das will mir was zeigen und dass du dann denkst, dass du Leute steuern kannst, ist dann die nächste Stufe. Das sind typische Anzeichen für so eine Psychose, Alter. Und das ist dieses System, was halt solche Leute als verrückt erklärt, die eigentlich aufwachen wollen und die tun die dann so rein mit Medikamenten. Du machst doch das, was Jesus tun würde, oder nicht? Mhm, stimmt. Du bringst keine Leute um. Ja. Du. Aber warum ist Leute umbringen schlecht? Weil das auch andere Götter sind, du darfst dich einfach andere Leben nehmen. Aber das ist ja auch wieder eine religiöse Begründung, das ist ja einfach nur weil, so, ah, du darfst es nicht, so, das ist ja, weil es andere Götter sind, das ist ja keine logische Begründung, die auch... Willst du andere Leute einfach umbringen, oder warum willst du andere Leute umbringen? Ich will keine anderen Leute umbringen, aber ich sag nur... Ich will das auch nicht, warum fragst du? Aus Kosten, nee, aber ich sag nur, weil du sagst, man darf es nicht, aber aus kosmischer Sicht... Du darfst es schon, mach es, aber dann bist du halt in der Hölle.
Es gibt keine Hölle, laber mal nicht. Doch, Alter, das ist der Planet Erde. Wir sind hier schon drauf. Guck dir Das ist ja das mal kein, an. macht ja keinen Sinn, weil das heißt ja, dass. Du bist nicht in der Hölle. Du bist nicht in der Hölle, weil es dir gut geht. Aber die anderen sind in der Hölle, Alter. Ja, Diese aber hä, aber Planeten. gelangen die da rein, aber die gelangen, was hat das mit den Leuten umbringen zu tun? Wenn du Die sagst, bringen dass. nicht nur Leute, die bringen vielleicht nicht Leute um, aber die lügen und ficken rum mit allen Leuten und spucken alle Leute an und beleidigen und lästern. Das ist das, was die machen. Deswegen sind die immer ein Rattennest, Alter. Ja, aber es machen doch nicht viele Leute. Du kannst nicht sagen, dass es so gewöhnlich, also so im Das Alltag machen viele die Menschen gibt, Leute die und das Leute machen an. genau die Leute, die alle im Rattennest sind. Welche Leute, die selbstständig sind wie wir, reden denn so? Oder das machen nur die, die für andere Leute arbeiten, die in der Hölle sind. Und das ist halt, Himmel und Hölle ist halt auf Erden. Ja, nee, Wie aber es schön, machen oder aber viele, wie die für andere schön. Leute arbeiten, machen das doch nicht. Machen wir es auch nicht. Ja, was du gerade gesagt hast, Leute anspucken und so weiter. Nee, aber die verkaufen ihre Freiheit gegen Geld. Die Ja. gehen montags bis freitags arbeiten, 8 Stunden wie eine Maschine, weil die einer Lüge hinterherlaufen, Simon, Alter, um dann am Wochenende zu saufen, alles wieder zu vergessen, um sich einen Fernseher zu kaufen, zweimal in Urlaub zu fahren und das gleiche wieder zu machen. Ja, das ist Und ich. das hat alles überhand, das hat alles jetzt überhand genommen, Alter. Und das wird bald Ende sein, Alter. Ja, nee, natürlich, ich finde das auch keine richtige Lebensphilosophie und denke, dass da die Gesellschaft definitiv die falschen Werte hochhält, dadurch, dass, und es ist Wieso? falsch, dass sich sowas normalisiert hat, aber wie sind wir da jetzt überhaupt drauf gekommen? Das hat ja nichts damit zu tun, dass die Weil du Engel uns bist halt Zeichen, dass das. Engel uns Zeichen geben oder dass, Weil du gefragt hast, wo die Hölle ist. Und ich hab dir gerade gezeigt, wo die Hölle ist. Du musst einfach nur die Augen aufmachen. Die ist halt genau vor ja, dir. Hölle, aber das ist ja Bist du auch nur nicht ein hier? Wort, da kann ich sagen, oh, Hölle ist ein negativer Zustand, aber. Natürlich ist das nur ein Wort, Simon. Deswegen sage ich dir ja, das ist auf der Erde. Du musst einfach gucken. Die Hölle. Die meisten Leute sagen immer Hölle und stellen sich immer vor, oh, so ein Geist von unten. Nee, Alter. Das kann überall sein, Hölle. Wenn es ja scheiße geht. Und den meisten Leuten geht es ja scheiße. Die sind halt in der, ich sag mal, Hölle. So, weißt du, Ja, damit man das ja. versteht. Figuratively speaking. Irgendwann ist alles geil. Irgendwas ist schon jetzt alles geil, dachte ich. Oh, ich schau mich gerade an in der Kamera und ich schaue endhot aus, Mann. Ich finde mich gerade endattraktiv, so gut in der Kamera. Weißt du, warum du bei der Nacht so wach bist? Weil ich nicht genug vom Tag kriegen kann. Also das Gegenteil von Morgenstund hat Gold im Mund, ist wahr, sondern immer in der Früh, da merkt man irgendwie so die Aura von den Leuten, die wo so, Scheiße, schon wieder zur Arbeit. Und die Nacht, die hat so eine gewisse Magie. Sag doch einfach, dass ich bescheuert bin, dass ich in die Klapse gehen soll, Alter. Damit werde ich da geheilt. In meiner Psychose. Dieser Mann denkt, er wäre Jesus. Achso, ich hätte mich auch eben fast umgebracht. Weil ich dachte, mein Körper verlässt jetzt diese Dimension und ich gehe dann in eine andere. War so ein Trinken, aber gesagt, komm, lass alles rein, komm. Er hat gesagt, nee, komm, bleib doch noch hier, ist doch voll geil, du hast noch voll viel zu tun. Du hast dich umgebracht mit Wasser oder was fast? Nee, ich war gerade am Trinken und so gedacht, komm, alles rein, komm, jetzt ist doch der Moment, Aber du jetzt ist das stirbst doch Ding. nicht, wenn alles reinkommt. Aber du stirbst doch nicht, wenn du das Wasser komplett trinkst. Dann muss so, Also du meinst klar. alles rein im Sinne von die ganze Genau. Flasche. Ich glaube, in einer anderen Dimension habe ich das gemacht und bin da auch schon gestorben. Ja. Eine Theorie sagt immer, wenn du DMT nimmst, stirbst du woanders und dann ist dann in einer ganz ähnlichen Realität. Nee, das macht ja keinen Sinn, weil das heißt, dass es irgendeine Realität bin, wo ich jetzt tot bin und wo dann jetzt meine Freundin reinkommt und dann so sagt, Genau. wo er ist tot, oh mein Gott, er hat DMT genommen. Das kann nicht sein, weil dann müsste es ja in unserer Realität auch wen geben, der an DMT gestorben ist. Also ja noch niemand an DMT Ganz gestorben. ehrlich. Ab hier habe ich dann leider aufgehört zu filmen. Ewig wurde ich immer gefragt, wann ich endlich Dinge wie Papes und Filter in meinen Shop bringe. Aber jetzt, wo ich so etwas in meinem neuen Shop stuff3000.de anbiete, kauft das irgendwie keine Sau. Bei stuff3000.de gibt es übrigens auch Produkte von dem Unterstützer dieses Videos, Blackleaf, die seit diesem Video vornehmste Bongmarke der Welt.
Gönnt sie euch, liebe Bong-Fans. Was sagt ihr zum Inhalt dieses DM-Telefonats? Sind wir zwei Verrückte auf DMT, die nur Müll labern, oder spricht einer von uns da echte Wahrheiten aus? Gönnt euch noch das dritte Video mit meinem Vater auf meinem Kanal OpenMind3000F. Das ist irgendwie untergegangen. Die ersten zwei Teile mit meinem Vater haben 100.000 Aufrufe und das dritte nicht mal 20.000. Also, macht das jetzt.